Hallo liebe Zuschauer, wir stehen hier vor dem Flughafen Tempelhof und hier findet die Electrified statt, den E-Wochen von Volkswagen. Und wir schauen mal hinein und zeigen Ihnen, was das E-Auto der Zukunft bringt. Wir waren natürlich neugierig, wie sich so ein E-Golf fährt und machten eine Probefahrt. So, dann kriegen wir den Zündschlüssel. Wenn Sie jetzt mal die Zündung, nur die Zündung einschalten. Ja, weiter drehen, bis die Zündung an ist. Genau. Ja. Jetzt sehen Sie, das sieht schon ein bisschen anders aus als im normalen Auto. Wenn Sie mal schauen, das ist ja unser Verbrauchsmessanzeige. Das heißt, 0 ist eben, ich verbrauche gar nichts. Das werden Sie merken, wenn Sie beschleunigen, nehmen das Gas weg, dann geht der Zeiger auf 0. Okay. Ja? Das heißt, das ist so, als wenn Sie segeln. Das ist wie im Schaltwagen. Sie nehmen den Gang raus und lassen das Auto einfach rollen. Ja? Okay. Wenn Sie dann Strom geben, dann würde er also auf 2, 4 oder 6, also immer die Prozentzahl ist, damit immer 20% der Energie rausnehmen, 40, ja, je nachdem, wie viel Sie beschleunigen, wie stark Sie beschleunigen. Wenn Sie nachher sanft bremsen, dann geht er in diesen grünen Bereich. Das heißt, wir laden damit die Batterie wieder nicht voll, aber wir haben zumindest Strom, den wir zurückführen können in die Hochvoltbatterie. Die Bremse mal drücken und jetzt einfach mal starten. Und das ist der schönste Augenblick. Nach vorne, ne? Ja, zack, das ist gestartet. Es gibt einen Gong. Der Zeiger ist jetzt auf 0. Tatsache. Und hier steht Ready. Jetzt weiß ich, das Auto ist abfahrbereit. Ja. Ja? Okay. Dann mal den Wählhebel auf D stellen. Schön die Bremse festhalten, wenn sie angeschnallt sind, die Tür zu ist und sie langsam Gas geben. Also alles automatisch. Das machen wir jetzt mal, indem wir langsam hier links vorbeifahren. Ja? Okay. Okay. Auf geht's. Also langsam lösen? Einfach die Bremse langsam lösen und dann aufs Strompedal gehen. Genau. Tatsache. Und er fährt total lautlos. Tatsache, ja. Das ist ein Elektroauto. Na, vor allen Dingen, wie segeln? Wirklich, also man spürt richtig ruhig ein bisschen Gas geben. Ja. Genau. Wenn Sie jetzt wieder Gas wegnehmen, fängt er an zu rollen, nutzt die Energie. Und wenn Sie sanft bremsen, bremsen Sie das Fahrzeug. Schauen Sie, jetzt geht er wieder zurück, ne, in die Hochvoltbatterie, wenn Sie bremsen. Das heißt, ich rekuperiere. So, ruhig mal schön Gas geben, weil das Schöne ist ja, das maximale Drehmoment, hier gerade zu und Gas. Das maximale Drehmoment liegt natürlich sofort an beim Elektroauto. Das heißt, es ist auch sehr sportliches Fahren. Ne? Ja, es macht Spaß. Ja. Mehr zu den neuen E-Modellen von Volkswagen erklärt uns Jakob Keller. Genau, Sie haben es angesprochen, das sind unsere beiden Elektrofahrzeuge, die wir jetzt auf dem Markt haben. Der E-Up ist seit vergangenem Jahr da auf dem Markt, der E-Golf seit diesem Jahr. Und ja, wir denken, dass wir da ein sehr attraktives Angebot für die Kunden geschnürt haben. Die beiden Fahrzeuge fahren sich wunderbar, wenn Sie es vielleicht schon mal getestet haben. Wenn nicht, sollten Sie es auf jeden Fall beim Händler mal tun, denn Sie fahren geräuschlos im Innenraum, sind Sie unterwegs. Sie haben eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern beim E-Golf und vor allen Dingen macht es richtig viel Spaß, denn Sie haben das volle Drehmoment von Anfang an anliegen und das heißt, Sie gehen an der Ampel richtig los und können den einen oder anderen Sportwagen mal so richtig überraschen. Ja, nun bin ich ja gewohnt, einen Verbrenner zu fahren und da hat man natürlich überall Tankstellen. Ist ja die Frage des Auftankens. Wie funktioniert das beim E-Mobil? Also beim E-Mobil sozusagen? Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten. Einmal kann man das an jeder normalen Haushaltssteckdose aufladen. Dazu liegt ein Kabel im Auto bei. Als zweites bieten wir eine sogenannte Wallbox an. Das heißt, das ist eine Box an der Wand, die fest installiert ist. Die kann schneller laden und ist sehr, sehr komfortabel im Umgang. Und dann gibt es noch Schnellladesäulen, das Netz wird von den Energieversorgern momentan ausgebaut. Und diese Schnellladesäulen sind natürlich sehr, sehr gut, denn dort können Sie in nur 30 Minuten das Fahrzeug, also quasi beim Mittagessen, zu 80% aufladen. Also E-Autos sind ja eigentlich sehr geräuscharm. Ich durfte das selber erleben. Ein voll tolles Fahrgefühl, als wenn man fliegen würde. Gibt es Nachteile oder? Also unserer Meinung nach gibt es da keine Nachteile, denn wie Sie gesagt haben, wenn man im Auto sitzt, ist es wirklich ein wunderbares Gefühl. Man gleitet quasi dahin und Sie hören von draußen eigentlich nichts. Insofern
habe ich bis jetzt auch noch keinen getroffen, der gesagt hat, dass er ein Motorengeräusch vermisst hat. Okay. Und ansonsten bieten die Auto sozusagen alles, was ein normales Auto eigentlich auch hat. Also der Platz ist da, da geht nichts verloren. Genau, denn wir haben den E-Up und den E-Golf schon, oder den Golf und den E-Up schon prinzipiell als Elektrofahrzeuge mitentwickelt. Das heißt, wir haben nicht im Nachhinein etwas getan, sondern von Anfang an mitgedacht. Und insofern sind die Batterien im Unterboden so gut versteckt, dass sie im Innenraum, wenn sie sich reinsetzen, wenn sie in den Kofferraum schauen, haben sie dort sehr, sehr gute Platzverhältnisse, wie in jedem anderen Up oder Golf auch. Insofern, ja, einsteigen und geräuschlos losfahren und vor allen Dingen emissionsfrei. Ja, das ist ja ganz wichtig. Das ist ja gerade auch ein ganz großes Thema hier auf dieser Woche. Und wenn man einen Verbrenner hat, dann hat man auch viel mit Wartung zu tun. Wie sieht es eigentlich mit den E-Mobilen aus? Ja, die Fahrzeuge müssen natürlich in gewissen Abständen gewartet werden, aber es fallen auch andere Sachen weg. Wenn Sie wissen, Ölwechsel müssen Sie im Verbrennungsfahrzeug immer wieder machen, gibt es hier natürlich nicht, denn Sie haben einen E-Motor, der in dem Sinne eigentlich wartungsfrei ist. Insofern sparen Sie da natürlich in der Werkstatt nochmal einiges. Und wir haben uns auch eine tolle Sache ausgedacht, und zwar eine Batteriegarantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometern. Das heißt, Sie brauchen auch nicht mal Angst haben, dass was mit der Batterie passiert, denn dafür geben wir Ihnen die volle Garantie auf 8 Jahre. Für den kleinen Zuschauer zu Hause, der will ja immer wissen, wenn er sich so ein Auto anschafft, was muss er da eigentlich bezahlen? So, was für eine Spanne haben wir da eigentlich? Wo können wir da eigentlich reden drüber? Ja, wir haben dort, der E-Up fängt bei, oder den gibt es zu kaufen für 26.900 Euro, den E-Golf für 34.900. Und wenn wir jetzt mal über den E-Golf zum Beispiel reden, Sie bekommen dort ein komplett ausgestattetes Fahrzeug. Das heißt, der ist sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Er hat zum Beispiel das Discover Pro, also das allergrößte, allerbeste Navigationssystem von Volkswagen, hat er serienmäßig. Und wenn Sie das vergleichen mit einem Benzinfahrzeug oder mit einem Dieselgolf, dann liegen wir zwischen 3.000 bis 5.000 Euro darüber. Aber das ist natürlich heutzutage noch so, denn die Batterien kosten richtig Geld. Und aber Sie, ich sag mal, für die Leute, die das wirklich wollen, ist es schon ein sehr, sehr faires Angebot. Im Wettbewerb sind wir da ganz weit davon dabei und haben ein super Paket geschnürt, wie wir glauben.